und herzlich willkommen zum voraussichtlich letzten Teil zu Kapitel 3 der Funktionalanalysis zu den LP-Räumen. Und beim letzten Mal haben wir sie jetzt ja tatsächlich endlich eingeführt gehabt, nämlich die wirklichen LP-Räume. Das heißt, wir haben im letzten Video ganz lang und breit darüber erklärt, wie man jetzt zu diesen Groß-LP-Räumen kommt. Und wir haben hinterher herausgefunden, dass es der richtige Weg ist, den Raum geschwungen LP zu betrachten, modulo der Nullfunktion auf dem zugehörigen Maßraum. Und wir haben das schon mal an so einem kleinen Beispiel erläutert, wenn wir halt so zwei Funktionen haben, die fast überall gleich sind, die sich also nur um eine Nullfunktion unterscheiden, dann kann man die in den Äquivalenzklassen nicht mehr unterscheiden. Das heißt, wir ordnen den der gleichen Äquivalenzklasse zu. Und das ist eben die Idee hinter diesem assoziierten, normierten Raum, den wir quasi Groß-LP nennen und zu dem geschwungenen LP assoziieren. Das nochmal so als grober kleiner Überblick zum letzten Mal. Damit haben wir geschlossen, inklusive diesen Beispiels. Und wir wollen uns jetzt zunächst mal mit zwei Aussagen zu den LP-Räumen beschäftigen, die wir nicht beweisen werden, weil die Beweise sind ein bisschen technisch, eigentlich nicht besonders kompliziert, aber ein bisschen länglich. Und die kann man halt ganz gut in der Literatur finden. Außerdem müsste ich dazu noch ein bisschen weiter in die Anna 3 und Maßtheorie reingreifen, was ich mir jetzt erstmal sparen möchte. Und nachdem wir das getan haben, werden wir uns noch ein wenig genauer mit dem Raum Groß L unendlich befassen. So, dazu brauche ich jetzt erstmal hier ein bisschen mehr Seite drin. Das sollte aber kein Problem sein. Und der erste Satz, den wir auf diese Art und Weise bekommen, das ist der Satz 3.10. Der macht jetzt eine Aussage über die Struktur der LP-Räume. Und der sagt im Wesentlichen folgende relativ starke Aussage. Wenn wir 1 kleiner gleich p kleiner gleich unendlich haben, dann folgt automatisch, dass Groß LP von Omega Sigma Mu ein Banachraum ist. Und das ist deshalb ein bisschen friemelig zu beweisen, weil man braucht für den Beweis den Satz von Beppo-Levi, der im Wesentlichen etwas aussagt zu punktweiser Konvergenz von Reihen. Und man braucht dazu noch einen Hilfssatz, der aussagt, dass ein Raum X vollständig ist, genau dann, wenn jede absolut konvergente Reihe in X konvergiert. Und wenn man das zusammenschmeißt, also diese Vollständigkeitsaussage über die absolute Konvergenz von Reihen plus den Satz von Beppo-Levi, dann kann man daraus tatsächlich relativ zügig diesen Satz ableiten. Das möchte ich mir allerdings an dieser Stelle ersparen, weil das ist tatsächlich einfach ein bisschen langweiliger und trockener Rechenbeweis quasi, wenn man das dann runterbricht. Dann kriegen wir noch den Satz 3.11. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen erstaunlicher. Also, dass das alles Banachräume sind, das kann man sich vielleicht noch heuristisch klar machen, weil es sind einfach Räume messbarer Funktionen und da erwartet man so eine gewisse Vollständigkeit, aber das nur so heuristisch. Vielleicht ist das auch nur in meinem Kopf so. Was aber tatsächlich ein bisschen erstaunlicher ist, ist die Aussage, dass L2 von Omega Sigma Mu ein Hilbertraum ist. Das heißt, den kann ich mit einem Skalarprodukt ausstatten, und zwar mit dem kanonischen Funktionenskalarprodukt. Und jetzt kommt der Gag an der Geschichte. Das ist der einzige unendlich dimensionale Hilbertraum. Und das ist schon eine spannende Aussage. Weil endlich dimensionale Hilbert-Räume kriegen wir quasi wie Sand am Meer. Aber sobald wir die Dimension ins Unendliche wandern lassen, dann ist dieses Groß L2 der einzige unendlich dimensionale Hilbert-Raum, Entschuldigung, natürlich, und das ist jetzt die Einschränkung, bis auf sogenannte isometrische Isomorphie. Das heißt, eine Isomorphie, die zudem noch normerhaltend ist. Da werden wir vielleicht in späteren Videos nochmal genauer drauf eingehen müssen. Aber das nur schon mal so am Rande gesagt. Wenn wir einen unendlich dimensionalen Hilbertraum finden, dann wissen wir aus diesem Satz 3.11 sofort, der ist isometrisch isomorph zu dem L2. Und den L2 kennen wir gut. Also das ist quasi die theoretische Bedeutung dieses Satzes. Und der ist tatsächlich super schwierig zu beweisen. Und deshalb ist es hier tatsächlich ganz sinnvoll, auf den Beweis zu verzichten, zumindest an dieser Stelle. Weil da muss man wirklich viel reinstecken. Man muss zum Beispiel wissen, dass ein Hilbertraum die Parallelogrammungleichung erfüllt. Das ist die einfache Richtung. Und man muss wissen, dass wenn die Parallelogrammungleichung erfüllt ist, dass man dann einen Hilbertraum hat. Das erfordert Arbeit. Deswegen machen wir an der Stelle quasi damit nicht weiter. Es kann auch sein, dass ich mit der Parallelogrammungleichung gerade ins Falsche getroffen habe. Das müsste ich nochmal nachgucken. Steht auf jeden Fall in der Beschreibung drin. Und dann
Machen wir quasi mal weiter mit dieser Charakterisierung des Raums groß L unendlich. Und dafür wollen wir jetzt zunächst mal ein paar Beispiele für diesen Raum uns überlegen und dann gucken, was charakterisiert diese Beispiele, und daraus werden wir ein allgemeines Strukturmerkmal ableiten können. So, das war jetzt gerade ein bisschen off-topic, beziehungsweise ein bisschen vorgreifen. Ich muss mir gerade noch eine Notiz machen zu diesem 3L mit der Parallelogrammungleichung. Ich glaube aber, das ist der richtige Trick. Wir betrachten jetzt zunächst mal zwei Beispiele, um mal so ein bisschen in diesen Raum reinzukommen. Das ist einmal das Beispiel 3,12. Das ist eine relativ elementare Aussage, wenn man möchte. Und zwar nehmen wir uns mal als Maßraum Omega als R hoch n. Das ist relativ bekannt. Dann nehmen wir das Lebesgue-Maß auf dem Rn. Also streng genommen nehmen wir das Lebesgue-Maß Lambda hoch n, aber das ist ja wurscht, wie wir es jetzt nennen. Und dann nehmen wir als zugehörige Sigma-Algebra wieder die Menge der Lebesgue-messbaren Mengen. Und dann können wir uns quasi überlegen, wenn wir ein Polynom nehmen, Polynom Q, das nicht identisch 0 ist, dann folgt daraus sofort, dass Q nicht in groß L unendlich von Omega Lambda liegt. Das liegt natürlich im Wesentlichen daran, wir haben die L unendlich Norm. Die können wir ja folgendermaßen schreiben: Norm Q in der L unendlich Norm ist das Maximum x aus Rn über den Betrag von Q von x. So können wir das definieren. Ja, und jetzt ist so ein Polynom aber natürlich so geartet, dass, wenn ich den Betrag von Polynomen nehme, das auf jeden Fall irgendwo mal gegen unendlich gehen muss, solange es nicht die Nullfunktion ist oder ein konstantes Polynom. Konstantes Polynom liegt auch drin. Das sollten wir vielleicht auch erwähnen. Also nicht konstantes Polynom. Konstant ist natürlich irgendwie der Trivialfall. Der fällt aber auch irgendwie immer erst auf, wenn man das Video macht und nicht vorher. Das schreibe ich mir mal kurz hier dran. Dann ändere ich das noch fürs Skript um. Naja. Jetzt kommt aber der interessante Teil an der Geschichte. Wenn wir das hier eindampfen, also wir nehmen nicht ganz R hoch n, sondern wir nehmen eine beliebige Teilmenge, die aber nicht ganz R hoch n ist. Also wir nehmen jetzt quasi ein Omega-Strich, nicht ganz R hoch n. Und R hoch n war ja Omega. Dann folgt sofort: Q ist in dem L unendlich von dem Omega-Strich bezüglich des Lebesgue-Maßes. Weil wir haben im R hoch n ja den Satz von Heine Borel, der uns im Wesentlichen sagt, eine Menge ist kompakt, genau dann, wenn sie beschränkt und abgeschlossen ist. Wenn ich jetzt Omega-Strich rausnehme, dann kann ich das auf jeden Fall in ein abgeschlossenes Omega-2-Strich einbinden. Das heißt, ich habe es auf jeden Fall beschränkt und habe eine abgeschlossene Hülle drumherum. Das heißt, ich nehme auf dem Ding auf jeden Fall mein Maximum an. Beziehungsweise ich nehme auf jeden Fall ein Supremum an. Das ist quasi das kleinere Übel an der Stelle sozusagen. Und damit hat man eben für jedes beschränkte Omega-Strich, das hätte ich vielleicht auch noch dazu schreiben, hier steht's. Ich habe es auch gerade gesagt. Also für jedes beschränkte Omega-Strich bekommen wir quasi sofort Q ist in L unendlich. Ne, weil beschränkt haben wir eben genau diese Eigenschaft, dass wir ja sowieso das Betragsmaximum haben, weil ja eben das Gebiet selbst beschränkt ist, also muss das Q als Polynom da auch beschränkt drauf sein. Genau. So. Ja, das wären quasi das Beispiel Polynomfunktion. Ein bisschen Rumgeeier. Wir kommen jetzt zu einem schöneren Beispiel. Also, das heißt schöneren Beispiel. Es ist ein bisschen abstrakter gebaut, aber es zeigt sehr schön, warum der Raum L unendlich überhaupt betrachtenswert ist. Und zwar schauen wir uns ein Beispiel 3,13, eine ganz komische Funktion an, die auf den ersten Blick wirklich sehr komisch ist. Und zwar definieren wir f von den reellen Zahlen in die reellen Zahlen, und zwar durch f von x. Und das machen wir jetzt so abschnittsweise. Das ist nämlich einmal x, falls das x eine rationale Zahl war. Das ist also die Identität auf Q. Und durch 0, falls das x eine irrationale Zahl ist, also aus R ohne Q. Das ist also so eine Art Dirichlet-Gerade, wenn man so möchte. Die Dirichlet-Funktion ist ja standardmäßig so definiert, dass das 1 ist für x aus Q und 0, wenn x nicht aus Q, aber aus R ist. Hier machen wir es quasi so, dass man die Identität hat,
auf den rationalen Zahlen und ansonsten die Nullabbildung. So, und jetzt ist es halt so, f erfüllt drei wichtige Eigenschaften nicht, die wir eigentlich fürs Integral erwarten. F ist nicht stetig. Man kann auch hier wieder zeigen, dass es im Wesentlichen nur in einem Punkt stetig sein kann bzw. sein muss, nämlich in 0, weil da haben wir Grenzwert gleich 0. F ist nicht stetig im Allgemeinen, in einem speziellen Punkt schon. F ist nicht beschränkt. Das ist auch schon mal etwas, wo man sich fragt, ist es da sinnvoll, das Integral drauf zu werfen? Weil wir kennen ja eigentlich, wenn wir eine unbeschränkte Funktion integrieren, ist es in der Regel so, dass auch dass auch ein unbeschränktes Integral quasi rauskommt. Ist nicht immer so, gibt auch da Ausnahmen, man siehe die uneigentliche Integration, aber kontraintuitiv ist es allemal. Und was auch wichtig ist, f von x geht nicht gegen 0 für Betrag x gegen unendlich. Das heißt, das Ding erfüllt eigentlich keine Eigenschaft, die man für Konvergenz von Integralen kennt. Aber, und das ist jetzt wieder ein bisschen Maßtheorie aus einer 3, wir wissen, oder ja, zumindest wissen wir es jetzt gleich, dass die rationalen Zahlen eine Lebesgue-Nullmenge sind. Also Lambda von Q ist gerade 0. Und das heißt, diese Funktion ist fast überall 0. Und damit haben wir das Integral über R f von x dx, wobei das jetzt quasi die Lambda ist, aber man könnte auch dx schreiben. Jetzt nehmen wir nicht f von x, sondern den Betrag und das hoch p. Und davon ziehen wir die p-te Wurzel, das heißt, wir betrachten die p-Norm davon. Die ist immer 0, weil das Integral innen drin 0 ist. Und zwar für 1 kleiner p kleiner unendlich. Für unendlich können wir nichts darüber sagen. Da brauchen wir gleich noch ein bisschen mehr zu. Aber, was wir auf jeden Fall schon mal sagen können, dieses f ist immer in lp, und zwar von, was haben wir jetzt in diesem Fall? Wir haben lp von r, Lambda bezüglich der zugehörigen Sigma-Algebra. Und zwar für alle p, also für alle 1 kleiner gleich p kleiner unendlich. Das heißt, wir haben hier für jeden einzelnen lp-Raum durch diese Funktion schon mal ein Beispiel. Das ist natürlich schon mal ganz schön und auch überhaupt nicht offensichtlich. Was hier halt wirklich an Voraussetzungen bzw. an Wissen reingesteckt wird, das ist schlichtweg hier diese Tatsache, dass man irgendwann mal nachrechnet, dass die rationalen Zahlen Maß 0 haben. Das ist nicht ganz so einfach, aber das ist auch nicht der Gipfel der Maßtheorie, sagen wir es so. Da hängt halt sehr viel dran. Und dann kann man mal dieses Beispiel als schönen Prototypen betrachten. Man kann aber natürlich auch irgendwie ganz normale Polynomfunktionen betrachten, die halt einschränken geeignet, und dann kriegt man auch seine Vertreter, beziehungsweise seine Beispiele. Aber das ist eine sehr schöne, weil hier stellt sich jetzt halt eine sehr interessante Frage. Ist diese Funktion auch L-unendlich? Also das ist die Frage. Ist dieses f auch in L-unendlich von R bezüglich des kanonischen Lebesgue-Maßes enthalten? Und das ist die Frage, die jetzt zu der im letzten Video angekündigten Charakterisierung von L unendlich führt. Und um das tun zu können, benötigen wir eine kleine Definition. Und diese Definition, die wird die Charakterisierung liefern. Und zwar definieren wir uns jetzt wesentlich beschränkte Funktionen. So, was soll das sein? Das sind einfach Funktionen auf einem Maßraum, die auf dem Maßraum bis auf eine Nullmenge beschränkt sind. Das heißt, wir nehmen uns so einen Maßraum Omega Sigma Mu, ganz klassisch. Das soll ein Maßraum sein, da sollte man dazu sagen. Und wir nehmen uns dann eine Abbildung F von der Menge, die in dem Maßraum zugrunde liegt, in den Körper K, wobei das K getreu unserer Tradition entweder die reellen oder die komplexen Zahlen sein sollen. Wir fordern zudem, f sei Sigma messbar, also messbar bezüglich der gewählten Sigma-Algebra. Das ist einfach nur deshalb, damit diese Theorie konsistent bleibt. Und jetzt definieren wir uns, wenn es ein c größer 0 oder größer gleich 0, kann man auch fordern, gibt, so dass, und jetzt müssen wir halt schreiben, was wir eigentlich haben wollen, der Betrag von f angewandt auf t, der soll durch c beschränkt sein, und zwar für fast alle t aus Omega, also bis auf eine μ-Nullmenge. Das ist quasi die Eigenschaft, die wichtig ist, dieses für fast alle.
Dann heißt f wesentlich beschränkt. Jetzt muss ich hier kurz mal wieder ein bisschen Blätter rascheln machen. Also dann heißt f wesentlich beschränkt. Und das kann man halt im Wesentlichen dadurch rechtfertigen, also dieses wesentlich, weil halt für alle wesentlichen t aus Omega, also alle, die nicht sowieso im Integral 0 beitragen, haben wir eine Schranke. Und das ist halt das Wichtige. Und dann haben wir hier diesen Begriff motiviert. Jetzt können wir natürlich für so eine Konstante wieder beliebige Varianten finden. Wenn wir nämlich haben zum Beispiel das f von das Betrag f von t auf so einer auf Omega wesentlich beschränkt ist durch 1000, dann ist es natürlich auch wesentlich beschränkt durch 5000. Das ist wie bei normalen oberen Schranken, sag ich mal. Jetzt wollen wir natürlich, sind wir interessiert an der kleinsten solchen oberen Schranke. Das heißt, wir nehmen einfach mal das Infimum über alle solchen Cs und dem geben wir einen Namen und das heißt jetzt wesentliches Supremum. Das ist quasi das neue Konzept. Also, das Infimum, und man kann eigentlich auch zeigen, dass dieses Infimum immer ein Minimum ist, aber damit halten wir uns nicht auf. Also das Infimum dieser Cs oder dieser konstanten C heißt wesentliches Supremum. Dem geben wir gleich auch noch einen Namen. Also einen Formelnamen. Das ist wesentlich S Supremum. Das wollte ich glätten. Wesentliches Supremum von Betrag f. Wir haben ja nur den Betrag supprimiert. Über f können wir selber nichts aussagen. Ja, und wird bezeichnet mit. Ja, und dem geben wir jetzt einfach den Namen, den man erwartet. C heißt einfach das Essential Supremum. Also S sub. Das T kommt jetzt aus Omega. Und wir supprimieren quasi f von t im Betrag. Und das ist genau die Unendlich-Norm, also die L-Unendlich-Norm. Das heißt, für diesen Fall, dass wir eine wesentlich beschränkte Funktion haben, schreiben wir f in Groß L unendlich von Omega mü, beziehungsweise Omega Sigma mü. Ja, und deshalb heißt L unendlich auch Raum der wesentlich beschränkten Funktion. Und damit haben wir eine neue Charakterisierung. Ich möchte jetzt nur noch einmal kurz darauf eingehen, dass das jetzt natürlich so ist. Das ist nicht offensichtlich. Also da steckt natürlich ein bisschen Überlegung hinter. Wesentlich beschränkten Funktionen. Was müsste man sich nämlich überlegen? Man müsste sich überlegen, dass tatsächlich in L unendlich nur wesentlich beschränkte Funktionen drin sind. Das ist einfach, weil auf L unendlich haben wir ja die Norm. Und die Norm ist ja die Maximumsnorm. Das heißt, wenn die existiert, dann habe ich natürlich nach oben eine Schranke durch das Maximum über den Betrag. Und dann habe ich natürlich sofort das wesentliche Supremum angegeben durch die unendliche Norm. Dass dieses Gleichheitszeichen hier also gilt, das ist irgendwie klar. Interessanter ist quasi die Umkehrung. Weil wenn ich eine wesentlich beschränkte Funktion habe, dass das dann auch wirklich L unendlich ist, aber das ist auch klar, weil wenn ich eine wesentlich beschränkte Funktion habe, dann existiert dieses wesentliche Supremum hier. Und dieses wesentliche Supremum kann ich dann approximieren durch die L unendlich Norm. Und da liegt so ein bisschen der Gedankenschritt drin, da muss ich das Gleichheitszeichen nochmal ein bisschen genauer diskutieren. Das kann man aber relativ elementar machen. Das heißt, auch da passiert nichts wesentlich Neues. Das heißt, es ist so eine Mischung aus Definition und Folgerung, was hier steht. Interessant ist auf jeden Fall die Konsequenz daraus, wenn wir nachweisen können, dass eine Funktion wesentlich beschränkt ist, dann wissen wir auch sofort, dass diese Funktion L unendlich ist. Und das wollen wir jetzt nochmal ein bisschen anwenden, weil das ist eine ganz charmante Anwendung, die jetzt kommt, weil wenn wir jetzt die Beispiele uns angucken, dann werden wir jetzt viele Vertreter sehen, die einfach schon mal wesentlich beschränkt und damit L unendlich sind. Und da kriegen wir relativ viele Sachen direkt geschenkt. Das war jetzt übrigens Def 3.14 und da war auch eine Formel drin, nämlich dieses Essential Sub, das kriegt 3.13, Entschuldigung. 3.14 gibt es gleich auch noch, das muss ich nur plausibel machen. Genau, also Beispiel 3.15 betrachten wir jetzt.
Und da machen wir jetzt im Wesentlichen erstmal so einen kleinen Rundumschlag in Teil A. Und zwar haben wir natürlich konstante Funktionen, die sind wesentlich beschränkt. Das ist irgendwie klar, weil eine konstante Funktion nimmt ja ihr Betragsmaximum in jedem Punkt an. Und dementsprechend haben wir in jedem Punkt das wesentliche Supremum angenommen. Das heißt, konstante Funktionen sind L unendlich. So wird man das jetzt aufschreiben. Nee, das war nicht Teil A. Dann haben wir noch eine andere Funktionenklasse. Der Sinus und der Cosinus sind L unendlich. Und zwar mit diesem Essential Supremum gleich 1, weil die Dinger sind natürlich nach oben beschränkt durch 1. Das heißt, die sind auch wesentlich beschränkt nach oben durch 1. Aber wenn ich den Betrag von Sinus oder Cosinus nehme auf R, dann habe ich natürlich immer noch die Schranke oben auf 1 gedrückt. Was interessanter ist, die sogenannte Gaußsche Glockenkurve, die ich jetzt natürlich aus Anschauungszwecken nicht vorbereitet habe. Also zumindest nicht die Formel, die müsste ich also einmal ganz kurz raussuchen. Aber was im Wesentlichen passiert ist, wir haben so einen E-Hochanteil. Und dieser E-Hochanteil sorgt dadurch, dass quasi schnell genug gefallen wird an den Rändern dafür, dass wir nach oben eine Beschränkung haben. Mir geht es jetzt halt nur um die Formel, um die allgemeine. Da haben wir sie. Also die Gaußsche Glockenkurve, ihr seht jetzt gerade auch ein bisschen die Taskleiste, das ist immer auch nicht so schlimm. Die Gaußsche Glockenkurve, die ist halt gegeben durch f von t gleich. Jetzt brauche ich natürlich hier nochmal schlaue Seiten drüber, nämlich Wikipedia. Das ist 1 durch Wurzel 2 Pi mal irgendein Parameter Sigma Quadrat mal e hoch minus x minus μ zum Quadrat geteilt durch 2 Sigma Quadrat. Und das Sigma, das ist im Wesentlichen die Varianz, also das Sigma-Quadrat ist die Varianz der zugehörigen Zufallsvariable, wenn man das definiert, und das μ ist der Erwartungswert. Das heißt, das gibt quasi die Streuung um den Erwartungswert gewichtet auf der Varianz an. So könnte man das interpretieren. Und das hat so einen charakteristischen Verlauf, wenn man so möchte. Das nimmt halt an den Rändern relativ schnell Werte an, die gegen 0 gehen und hat dann hier sein Maximum. Ja, das Maximum hat das normalerweise mit einem Erwartungswert, logischerweise. Das hier wäre jetzt also eine mit Erwartungswert 0. Ja, das können wir auch mal kurz dran schreiben. Mu gleich 0. So sehen die Dinger halt aus. Und die haben halt den Vorteil, sag ich mal, dass die sehr schnell gegen 0 gehen und nach oben halt beschränkt sind. Und dieses wesentliche Supremum an dieser Stelle, das ist gegeben durch, das habe ich mal ausgerechnet, 1 durch Sigma mal Wurzel 2 Pi. Wie man das ausrechnet, ist klar. Man nimmt sich diese Funktion hier, leitet das Ding einmal ab, kriegt einen hässlichen Ausdruck, setzt das gleich 0, rechnet mal einmal die Extremstelle aus, da kommt netterweise raus, dass das genau im Erwartungswert angenommen wird. Und dann rechnet man am Erwartungswert halt eben einmal die Funktion aus, dann fällt das hier quasi schon weg, weil das hier oben wird ja eine 0. Und wenn ich hier den Erwartungswert auswerte, dann kriege ich halt genau das hier raus. Und da Sigma größer 0 ist, kann ich das Quadrat weglassen. Dann hat man also sofort hier das wesentliche Supremum ausgerechnet. Genau, jetzt in B kommt nochmal so ein Ding, was wir gerade oben schon hatten. Hier steht es auch richtig. Nicht konstante Polynomfunktion Q. Q, also mit Grad Q größer gleich 1. Q nicht konstant, die sind L unendlich. Das haben wir im Wesentlichen gerade oben schon gesagt. Da habe ich nur ein bisschen rumschwadroniert. Und zwar sogar L unendlich von Rn. Das haben wir eben gerade wesentlich schon gesehen. Entschuldigung, sind nicht L unendlich, weil sie eben nicht wesentlich beschränkt sind. Weil ich kann halt den Betrag beliebig hochschrauben, sobald das Ding halt nicht konstant und Grad größer gleich 1 hat. Und das Letzte, was ich hier noch anmerken möchte, und das ist jetzt gerade diese Funktion f aus Beispiel 3.13. Und da schließt sich jetzt halt die Antwort auf die Frage an, ob das Ding L unendlich ist. Naja, f ist 0, beziehungsweise f ist 0 auf R ohne Q. Das heißt umgekehrt, es ist nicht 0 auf einer Nullmenge. Die Nullmenge brauchen wir fürs wesentliche Supremum nicht betrachten. Das heißt, f ist wesentlich beschränkt. Und zwar durch c gleich 0. Das klingt auf ersten Blick wirklich ein bisschen kontraintuitiv. Weil wenn man sich natürlich die Funktion c selber nochmal anguckt, dann ist ganz klar, dass die unbeschränkt ist, wenn ich das auf ganz R betrachte, weil das kann natürlich beliebig groß werden, weil die rationalen Zahlen sind unbeschränkt. Aber das Ding ist halt nicht 0 auf einer Nullmenge. Das heißt, fürs wesentliche Supremum lasse ich diese Nullmenge weg. Das heißt, hier zählt nur das. Und da ist es natürlich offensichtlicherweise wesentlich beschränkt. Da ist es sogar beschränkt, weil konstant.
Und das heißt, dieses f ist tatsächlich eine L-Unendlich-Funktion. Und damit haben wir tatsächlich durch dieses eine f für jeden LP-Raum automatisch ein Beispiel. Das heißt, hier haben wir f in L-Unendlich von R. Und das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, was ich gerade gesagt habe, f ist in LP von R, bezüglich des Lebesgue-Maßes natürlich, das können wir hier oben auch noch hinschreiben, und zwar wirklich für alle 1 kleiner gleich p, kleiner gleich unendlich. Also hier ist das gleich tatsächlich. Interessant. Gut, das war jetzt im Wesentlichen der Höhepunkt dieses Videos und der Höhepunkt dieses Kapitels, denn damit sind wir auch quasi am Ende des Kapitels angefangen. Wir wollen nur noch mit einer Bemerkung schließen. Das ist die Bemerkung 3.16. Und die ist tatsächlich jetzt nochmal so ein bisschen das Zeug zu ein wenig Verblüffung. Kein deutscher Satz. Die hat jetzt das Zeug nochmal ein wenig zu verblüffen. Machen wir so rum. Und zwar nehmen wir uns eine Teilmenge Omega aus dem R hoch n und wollen, dass die beschränkt ist. So weit, so gut. Und dann gilt, falls q kleiner gleich p, ist LP von Omega eine Teilmenge von LQ von Omega. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen verblüffend. Denn der größere Exponent induziert also offensichtlich einen kleineren Raum. Das ist tatsächlich ein bisschen crazy. Was also insbesondere folgt, L unendlich ist eine Teilmenge von LP für alle anderen P. Und was noch viel interessanter ist, was folgt, wir kriegen so eine Rangordnung. Wir kriegen L unendlich von Omega. Ich mache das jetzt mal nur für die ganzen Zahlen quasi. Das ist eine Teilmenge von Punkt, 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 Punkt. Dann kommt das irgendwo mal raus bei einer sehr, sehr großen natürlichen Zahl. Ich möchte das jetzt mal so symbolisieren. Also L hoch 10 hoch 10 hoch 10 von Omega. Das ist ja durchaus ein LP-Raum. Die Kette geht weiter, kommt dann irgendwann mal bei L3, wenn man eigentlich schon nicht mehr betrachtet, raus. Das ist eine Teilmenge von L2. Das ist eine Teilmenge von L1. Punkt. Und dazwischen liegen natürlich noch alle ungeraden Räume quasi. Das ist nur mal so, um das einzubetten. Das heißt anschaulich, je größer p, desto kleiner der Raum. Also desto weniger Funktionen sind einfach in diesem Raum drin. Das soll jetzt nicht den Anschein erwecken, dass da irgendwie mal endlich viele drin sind, sondern jeder dieser Räume ist von der Menge der Funktionen, die da drin liegen, unendlich. Also jeder hat quasi Mächtigkeit unendlich. Aber es gibt aufgrund dieser Tatsache mehr L1-Funktionen als L-Unendlich-Funktionen. Und das ist durchaus ein verblüffendes Resultat, das wir jetzt allerdings auch nicht beweisen wollen. Weil was muss man sich überlegen, wenn q kleiner gleich p gilt, dann ist jede LP-Funktion eine LQ-Funktion. Das kann man mal machen, das ist eine kleine Übungsaufgabe. Das steht aber auch in jedem Buch drin. Also das ist jetzt nicht besonders dramatisch. Und mit dieser Einsicht zu LP-Räumen, das heißt, je größer p, desto kleiner in Anführungsstrichen der Raum LP, beenden wir jetzt quasi dieses Kapitel 3 zu den LP-Räumen. Und dann können wir schon mal so einen kleinen Ausblick geben, was machen wir beim nächsten Mal sozusagen. Und zwar das Kapitel 4 wird sich beschäftigen mit Testfunktionen und mit schwacher Ableitung. Und zwar werden wir durch Testfunktionen einen neuen Ableitungsbegriff motivieren, der für mehr Funktionen gilt und der sich aber insbesondere verträgt mit dem klassischen Ableitungsbegriff. Und auf Basis dieser Ergebnisse werden wir dann weiter in diese LP-Räume reintauchen und tiefer in die Materie reinkommen und insbesondere auch schon ein paar sehr schöne funktionalanalytische Methoden und auch Resultate kennenlernen. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, das Video war wieder einigermaßen unterhaltsam und auch ein wenig hilfreich für alle, die so ein bisschen was zu diesen LP-Räumen wissen wollen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Das war jetzt stellenweise manchmal ein bisschen gehoppelt, bin ich mir selber bewusst. Fragen und Kritik trotzdem gerne in die Kommentare. Ich bin da offen für alles. Ansonsten sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass das nicht wieder ein Jahr dauert. Und an dieser Stelle sage ich dann einfach mal Tschüss.